Herzlich willkommen zu einem weiteren D3B-Podcast. Heute habe ich Dr. Björn Clemens zu Gast. Ich hatte Dr. Clemens schon mal als Gesprächspartner, da ging es um eine rechtliche Sache. Heute geht es um Lyrik. Herr Dr. Clemens, ich begrüße Sie. Wie geht's Ihnen? Schönen guten Tag, Herr Krämer. Mir geht's gut, ja. Das freut mich. Noch nicht von Corona dahin gerafft. Noch nicht von Corona dahingerafft, nein. Und bis jetzt bin ich da auch trotz der Probleme ganz gut durchgekommen. Ja, man muss das Beste draus machen. Das stimmt, ja. Ich bin ja jetzt als genesen, also gelte als genesen. Das heißt, ich bin ja im elitären Club derer, die das Virus überstanden haben und habe jetzt erstmal ein halbes Jahr Ruhe vor dem ganzen Impfgedöns. Naja gut, aber wir sind ja heute zu einem anderen Thema zusammengekommen. Und zwar geht es um Triage, Licht aus Schatten. Ein Buch mit Gedichten. Was hat Sie dazu veranlasst, ein Gedichtband zu veröffentlichen oder veröffentlichen zu lassen? Ja, also es ist ja mein dritter Gedichtband. Die Vorgängerbände heißen Schwarze Fackel, erste und zweite Fassung aus den Jahren 2008 und 2017. Und es sind eben durchaus auch verschiedene Fassungen, nicht nur eine zweite Neuauflage, sondern das ist ein in wesentlichen Teilen erweitertes und anderes Buch gewesen. Und also ich schreibe jetzt seit Jahren Gedichte, da kommen dann immer wieder auch welche dazu. Und wir sind jetzt dann auch quasi noch auch bei der Beantwortung der ersten Frage oder im Zusammenhang mit der ersten Frage, denn in dieser Corona-Phase, da habe ich sehr schnell, wie Sie ja vielleicht auch und wahrscheinlich auch viele Leser, eine sehr starke Steigerung der ganzen, ja, ich möchte mal sagen, Lebensintensität gespürt. Das war ja so, dass die Zwangsmaßnahmen, die verordnet wurden ab etwa März letzten Jahres, ja ganz stark in das persönliche Leben der Menschen eingegriffen haben. Das ist was anderes, als wenn hier nur eine Politik betrieben wird, die ja viele von uns, ich gehöre da auch zu, seit Jahren als schlecht empfunden wird im Sinne unserer traditionellen Werte, auch unserer vaterländischen Werte. Aber da ist man immer noch so ein bisschen Beobachter. Sagt, die anderen machen jetzt falsche Politik. Wir versuchen es mit unseren bescheidenen Mitteln zu ändern. Aber jetzt war es keine falsche Politik mehr. Jetzt waren es Existenzfragen, wenn sie das Haus nicht verlassen dürfen, wenn man ihnen vorschreiben will, wen sie besuchen dürfen. Und dadurch hat meine Dichtung auch eine Veränderung erfahren. Ich möchte mal sagen, auch einen Qualitätssprung, weil sich das dann auswirkt und dadurch ist bei mir auch, hat sich im wahrsten Sinne des Wortes vieles verdichtet. Das Wort Dichtung ist an sich schon ein sehr aufschlussreiches Wort, weil es viele Sachen zusammenfasst, nämlich Inhalte, Sprachstil, Ausdrucksweisen, Formen. Und das hat sich nochmal verdichtet durch diesen Lebensexistenzialismus. Und da waren auf einmal dann so viele neue Gedichte zustande gekommen, dass ich mich entschlossen habe, die in einem weiteren Band zusammenzufassen. Also kann man sagen, durch diese ganzen persönlichen Eingriffe und Beschränkungen von der Obrigkeit war das Buch quasi aus einem inneren Antrieb herausgewachsen. Ja, das sollte ja ohnehin immer so sein, Herr Krämer, dass man aus einem inneren Antrieb schreibt. Es gibt da vielleicht verschiedene Motivationen. Sie haben hier die nennen es mal ein bisschen abfällig Schreiberlinge, die jetzt vielleicht bei der Zeitung ihr Geld verdienen oder so oder auch Bücher schreiben, um damit Geld zu verdienen. Das muss ich zum Glück nicht, ja, weil mein Geld verdiene ich als Anwalt. Und das gibt mir aber auch die notwendige Freiheit, ohne die ein Buch nicht entstehen kann. Und auch schon meine anderen Bücher, ich habe ja auch einen Roman veröffentlicht 2013, die sind ja alle aus dem, was mir ja auf den Nägeln brennt sozusagen, was sich mir einprägt und sich dann umsetzt literarisch. Und das kann ich machen, weil ich die Freiheit dazu habe. Erstens, also in zwei Richtungen habe ich Freiheit. Erstens, dass ich es nicht verkaufen muss, zwingend. Klar verkauft man es auch gerne und freut sich, wenn es Anklang findet, aber man muss es nicht, um zu überleben. Und ich habe als Selbstständiger auch die Freiheit, dass ich sagen kann, was ich möchte und keinen Chef, der mir es verbietet. Aber dass jetzt ein Buch ein Marktschlager werden muss, darauf bin ich zum Glück nicht angewiesen. Und ich sage mal, wer darauf schreibt, mit dem Blick auf den Markt, der schreibt auch schlecht. Mhm. Oder nicht so gut, wie er vielleicht könnte. Er oder sie. Hm. Ja, durchaus. Also wenn man nur mit irgendwelchen Gedanken im Hinterkopf, ich muss jetzt einen Vertrag erfüllen,
Das kennt man ja vielleicht aus der Musikbranche. Man hat da einen Plattenvertrag über 5 Alben und die müssen bis dann und dann fertig sein. Und wenn man sich dann irgendwas rausdrückt, das ist dann meistens auch nichts, was die innere Überzeugung widerspiegelt. Ja gut, mir ging es jetzt eigentlich so um den Impuls, den man eben durch diese äußeren Umstände halt eben bekommt. Und das ist ja auch wieder Inspiration. Was sind denn so die Themen der Gedichte? Ist das eher politisch oder wie kann man das umschreiben? Ja, auch da muss ich sagen, die Themen haben sich in gewissermaßen selbst aufgestellt. Das ist eine ganz interessante Erfahrung, die ich gemacht habe, die Sie vielleicht auch kennen aus der Musik. Ich habe schon im letzten oder als das letzte Buch fertig war, im Nachgang habe ich festgestellt, dass so ein paar Metaphern immer wieder aufgekommen sind. Also beispielsweise habe ich gemerkt, dass der Begriff des Satans eine gewisse Rolle spielt. Natürlich der seine finstere Macht irgendwie ausspielt. Und das hat sich jetzt fortgeschrieben, aber auch der des falschen Priesters. Es ist aber nicht so, dass ich mir vorher ein Programm aufgesetzt hätte und sage, jetzt schreibst du mal was hier zum Thema dunkler Kräfte oder zum Thema von falschen Masken sozusagen, sondern das hat sich von alleine ergeben, offensichtlich, weil ich das vielfach in der Gegenwart wahrnehme. Nehmen Sie nur die aktuelle Corona-Politik, da sehe ich ja sehr viele Falschspieler oder die ich als solche empfinde. Und dann stellen Sie irgendwann fest, dass in dem deutschen Volksgut, in den Liedern und Märchen, die wir haben, diese Figuren auch vorkommen. Also ein Beispiel, es gibt ein schönes Volkslied, das heißt, es waren zwei Königskinder. Und in diesem Volkslied, da kommt ein falsches Nönnchen vor und das keinen anderen Lebensantrieb hat, als das jugendliche Glück von zwei Königskindern eben zu zerstören und macht Irrlichter und dann ertrinkt der eine. Und solche Figuren werden ja nicht umsonst beschrieben im Volksgut und die finden sie auch heute. Und ich habe hier ein Gedicht dann geschrieben, das Lied von der falschen Nonne. Da kann sich ja jeder überlegen, an wen ich da möglicherweise gedacht habe. Das war nicht Jens Spahn, oder? In dem Gedicht kommt aber auch ein gekaufter Priester vor. Also, ah ja, danke. Das sind ja so Archetypen, ne, die man immer wieder findet. Es sind Archetypen, genau. Es sind Metaphern und auch diese Satans-Metapher. Also da denke ich jetzt nicht an Menschen, die irgendwo um den Gral rumsitzen und kleinen Kindern die Ohren abschneiden oder und Blut saufen oder sowas, sondern ich denke, das ist für mich eigentlich mehr etwas sublime Metapher. Wenn sie in allen Kulturkreisen werden sie finden, dass man da zwischen Gut und Böse unterscheidet und dem Bösen auch gewisse Dinge zuschreibt, zum Beispiel Geldgier. Das ist in keiner, also ob es jetzt religiös oder nicht religiös, philosophisch begründet ist, ist das immer eine Zuschreibung zum Bösen. Und wir heute haben ja eigentlich, unsere westliche Gesellschaft besteht aus nichts anderem als aus einem Geschäftsmodell. Und wenn das dann pervertiert wird, wenn das in extenso gesteigert und dann auch noch religiös verbrämt wird, dann hat das für mich so einen Anklang eines politischen Satanismus. Und ich meine auch, wenn man bestimmte Leute sieht, also weiß nicht, wie Ihnen das geht, den sieht man im sprichwörtlichen Sinne das schwarze Licht aus dem Gesicht steigen. Apropos Satanismus. Das sind alles so Bilder, die ich vor Augen habe und die fließen dann in meine Dichtung ein. Und natürlich auch dann die Gegenbilder, und das ist auch eine Fortschreibung zur schwarzen Fackel. Deshalb heißt der Untertitel auch Licht aus Schatten. Ich habe jetzt also deutlich mehr auch die positiven Gegenbilder eingebaut. Ja, das kann ja nicht schaden. Aber apropos Satan, das Buch kostet ja 17,77 Euro. Und jetzt, wo Sie das sagen, das wären ja zwei Schnapszahlen, die man addiert. Einmal die 11,11 Euro und die Zahl des Teufels 6,66 Euro. Liege ich da richtig oder ist das Zufall?
Also das, da muss ich jetzt lachen, weil ich das erste Mal so aufgeteilt habe. Ja, so entstehen Verschwörungstheorien. So entstehen Verschwörungstheorien. Aber ich habe tatsächlich bei einem Gedicht, das Titelgedicht, das heißt Triage, da habe ich da auch mal eine Zeile noch verändert, weil ich im Nachhinein festgestellt habe, wie sie ursprünglich war, da könnte man sie etwas zu sehr freimaurerisch missverstehen. Und da wollte ich also keinen Ansatzpunkt für aufkommen lassen, aber die 11,11 Euro und die 6,66 Euro, das ist in der Tat jetzt eine Zufallszerlegung. Aber wenn ich das für 18,88 Euro verkauft hätte, dann hätten wir ja, auch... Das wäre ja ganz schlimm. Ja. Ja, Triage, Sie haben es gerade gesagt. Was bedeutet denn dieses Wort? Ja, Triage ist ja in aller Munde als Schreckbegriff, den uns die Machthaber angekündigt oder drohend in den Raum gestellt haben. Ich habe dann später gelesen, hätte ja jeder gewusst, dass sie von Anfang an nicht gedroht hat. Das hat mich dann nicht gewundert. Also, dass es jeder gewusst hat, weiß man nicht, aber dass sie nie jetzt doch nicht gedroht hat. Das ist ja jetzt ein Begriff aus der Medizin und ursprünglich kommt es wohl daher, dass man im französischen Militärwesen, wo man das geprägt hat, musste man eine Auswahl treffen, eine Priorisierung bei der Pflege der Verletzten. Das ist übrigens sehr interessant, ja. Das habe ich noch nicht ausgeforscht, aber man weiß, dass in Stalingrad oder aus Stalingrad von der Wehrmacht insbesondere zwei Gruppen ausgeflogen wurden, nämlich Spezialisten und Verwundete. Also das nur mal am Rande, hat man nicht die Verwundeten liegen lassen, gesagt, die Gesunden müssen raus, nein, man hat die Verwundeten ausgeflogen und das ist also auch eine Form der Triage und soll im Französischen her anders gewesen sein, dass man halt diejenigen, die ohnehin keine Chance mehr hatten zu überleben, dass man die nicht weiter versorgt hat, aber letztlich heißt das Wort dann übersetzt Auswahl, da gibt es ja auch andere Worte für Elite. Das ist ja oder Priorisierung halt, ne? Priorisierung. Priorisierung. Und ich habe eben auch eine Auswahl getroffen. Das Buch ist eben nicht für jeden geschrieben. Ich habe diese Auswahl ja hier immer vor Augen. Wenn ich Leute sehe, die sich da von der Angstkampagne haben anstecken lassen, da haben sie ja auch, und das war eben so eine schöne Studie auch, letztlich auf Basis einer sehr unschönen Situation. Sie haben ja die Menschen kennengelernt. Sie haben ja gesehen, wie hier die Leute angsterfüllt, 18-Jährige mit der Maske an der frischen Luft und im hellen Licht rumgerannt sind. Da habe ich wirklich manchmal kopfschüttelnd daneben gestanden. Ich denke, das gibt's nicht. Mhm. Ja, und Angst ist schon immer ein schlechter Ratgeber. Da habe ich auch ein Stück reingeschrieben. Denn Angst ist sogar im Grunde eine Sünde. Ja, man soll keine Angst haben. Und wenn sich, das ist mir aber auch im Nachhinein dann erst wieder klar geworden, sich mal mit der Bibel befassen. Wie gesagt, ich sage das jetzt auch nicht, um missionarisch tätig zu werden, sondern auf reiner Textanalyse ist die Angst ein ganz großer Bestandteil des Neuen Testaments. Und zwar im Sinne, ihr sollt keine haben. Also Jesus Christus sagt ganz oft, ihr braucht hier mit mir keine Angst zu haben. Und da ziehe ich wieder den Rückschluss zu dem, was uns dieses System seit dem ersten Tag von Corona einredet. Ihr sagt, ihr müsst Angst haben, um uns zu gehorchen und wir bringen euch die Rettung. Und da kann man dann auch wieder ganz schön das Bild zum Antichristen bilden. Wie gesagt, das muss jetzt keiner nachvollziehen und ich weiß auch genug, ihrer Hörer werden wahrscheinlich sagen, vielleicht auch nicht, vielleicht irre ich mich da, Religion ist Opium fürs Volk, aber es ist trotzdem eine sehr interessante Feststellung, die ich machen konnte, dass viele oder ein Großteil der Agenda, die wir jetzt hören, seit anderthalb Jahren, die lässt sich also in das Lager des Antichristen rein textlich oder auch vom geschichtlichen Hintergrund einordnen. Das finde ich auch nicht uninteressant. Ja, ich sehe das jetzt weniger aus dem religiösen Kontext, Thema Angst. Ich sag mal, Angst ist eine menschliche Regung und ohne Angst gibt es ja auch keinen Mut, weil Mut bedeutet ja eben die Angst zu überwinden. Wenn ich gar keine Angst habe, dann kann es auch keinen Mut geben. Und hier haben wir, das passt wieder zu Ihrem Titel, Licht aus Schatten. Also natürlich ist Angst etwas, was die Menschen lähmt, was die Sinne vernebelt, was auch schon eine negative Eigenschaft ist. Aber aus dieser heraus
kann ja auch dann nur das Rettende wachsen. Ja, das ist ein interessantes Thema. Also klar, man soll nicht leichtsinnig sein. Angst hat ihre Funktion, bestimmte Dinge zu vermeiden. Aber es sagt ein deutsches Sprichwort auch, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Ja, ja, wenn man sich davon verleiten lässt. Ne? Man muss natürlich immer gucken, dass man sich zur Besinnung ruft. So ist es, so ist es. Ja, wie anfangs erwähnt, haben Sie ja schon zwei Gedichtbände geschrieben. Einmal Schwarze Fackel und als letztes kam ja dann Zweite Fassung. Was ist da der Unterschied zum aktuellen Gedichtband Triage? Ja, das hatte ich ja angedeutet. Also das, die Schwarze Fackel, und zwar in beiden Fassungen, war ein größerer Schwerpunkt auf dem politischen Gedicht und auch auf dem satirischen. Da habe ich jetzt auch noch ein paar drin. Man wechselt sich ja nicht komplett aus, aber die Schwerpunkte sind etwas anders. Ich habe auch im Vorwort zur Schwarzen Fackel geschrieben, wenn man Dinge betrachtet oder bezeichnet, von denen man sie negativ zur Kenntnis nimmt. Und wenn sie Sinn für Volk und Vaterland und für die traditionellen Werte haben, wie Familie und all das andere, dann sieht man eigentlich laufend negative Dinge in der politischen Landschaft und man fragt sich, wann hört es auf, und dann wird immer noch eins draufgesetzt. Ja, und wenn ich eine Satire schreibe und mir dann sah, habe ich hin und wieder erlebt, dass ich selber mich dabei ertappe, so dick kann ich nicht auftragen und ein paar Tage später werde ich von der Wirklichkeit noch übertrumpft. Ja, das kenne ich. Ja, hier und da habe ich die Meinung vertreten, wenn man also auch schon mal ziemlich scharf belichtet und auch scharf das Schlechte rausstellt, hat er sehr dialektisch trotzdem immer eine Aussage, was wir stattdessen anstreben. Hier in der Triage habe ich das aber mehr angesprochen. Auch das ist zum Beispiel ein Erlebnis, das ich selber hatte, denn zwangsläufig musste man ja in der staatsauferlegten Pflicht zur Vereinsamung, denn das ist ja nichts anderes, was hinter dem Social Distancing steht, ja, dieser Zwang, haben sich ja manche andere Dinge fester geschlossen. Aus losen Bekanntschaften wurden Freunde. Ich habe andere soziale Kreise auch gefunden. Bei anderen, einigen wurde mir der Zugang verschlossen. Ich habe erst vor zwei Tagen, nein, am Freitag erfahren, in einem Bistro, dass ich hier Hausverbot habe. Das war mir gar nicht so bekannt. Ich hatte da zwar mal, bin da zwar mal etwas angepöbelt worden, man nehme von mir kein Trinkgeld. Gut, da bin ich eine Zeit lang nicht mehr gegangen, aber dass ich jetzt nicht mehr gehen darf, gut, also dann weg mit Schaden, da müssen die auch mein Geld nicht haben. Anderes hat sich gefunden und das hat auch Eingang in meine Dichtung gefunden und auch mehr so die persönliche Botschaft, also in Richtung der persönlichen Tugend und Kraft, die man entwickeln soll und müsste. Das kann ich also zum Beispiel mal nur an den Titeln, will die ja jetzt hier nicht rezitieren. Müsste ich dann natürlich mal mein eigenes Inhaltsverzeichnis finden. Zum Beispiel der Schaffende, das geweihte Korn, das gute Korn oder der freie Geist. Das sind ja dann auch immer Aufforderungen zur eigenen sittlichen Fortbildung. Aber es sind schon durchaus auch noch ein paar Titel zur Situationsbeschreibung im Buch. Das könnte man noch mal ganz weit ausdehnen in Richtung des Themas, was darf eigentlich in einem Gedicht stehen und was nicht. Da gibt es ja diese klassische Theorie, die meinen, es darf jetzt nur idealistisch an die innere Sittlichkeit appellieren. Das ist nicht meine Meinung. Sie müssen in Gedichten auch das gesellschaftliche Umfeld einbauen, weil das sind letztlich die Schicksalsfragen der Nation. Also wie sich jeder sittlich heranbildet, das ist im Grunde menschenübergreifend, volksübergreifend, aber jedes Volk hat sein eigenes Schicksal, das brauche ich Ihnen nicht zu erklären, und selbstverständlich muss sich das im Schrifttum widerspiegeln, ja, wenn man Kriege zu bestehen hat und dann auch noch als Verlierer aus ihnen rausgeht. Und Hugo von Hofmannsthal zum Beispiel, den ich auch zitiert habe am Anfang, der nennt ja das Schrifttum den geistigen Raum der Nation. Also ist das Schrifttum auch Ausdruck des nationalen Charakters und dann müssen die Themen auch entsprechend gestaltet sein. Genau, das ist so der Geist, der sich halt eben manifestiert, ne? Oder wie Sie schon sagten, verdichtet,
was die Dichtung eigentlich ausmacht. Also zusammengefasst aufs Wesentliche, dass es greifbar wird. Ja, und eben auch das Spezifische eines eigenen Volkes. Also um es mal ein Beispiel zu sagen, über Liebe und Trauer und hat jedes Volk natürlich seine Erfahrung und jeder Mensch. Das ist aber nicht spezifisch. Also ich brauche wahrlich nicht noch ein neues Liebesgedicht zu schreiben oder ein Gedicht zur Treue oder sonst was. Da haben wir, glaube ich, genug. Und das ist auch so ein ewiges Thema, aber dazu kommen natürlich, ja, also der Existenzkampf, in dem wir uns jetzt befinden, der muss ja in die Dichtung ein. Also ich sehe es so. Mhm. Und gerade Corona, reden Sie weiter. Ich habe natürlich auch ein paar Corona-Gedichte drin. Aber da habe ich dann auch weniger den Schwerpunkt auf die falsche Politik gelegt, die aus meiner Ansicht nach hier betrieben wird, als auf die falschen oder auf die sichtbar werdenden Charaktere. Zum Beispiel, es sind ja nicht nur die Befehlsgeber, es sind ja die Gehorsamen. Das ist mir in dieser Zeit also ganz stark bewusst geworden. Das Problem an einer Diktatur beispielsweise sind nicht die Machthaber, sondern die Machtunterworfenen. Die Sklaven sind das Problem der Knechtschaft, nicht die Herren. Und zwar gerade bei uns in unserem Volk, weil die Sklaven gerne Sklaven sind, sich freiwillig unterwerfen, auf die Knie gehen und sagen, gebt mir die Peitsche, gebt mir den Befehl. Das konnten sie ja deutlich, deutlich erkennen in Gesprächen, in der ganzen Verhaltensweise und übrigens auch deutlich verschieden zu Angehörigen anderer Völker. Das muss man bei der Gelegenheit mal sagen. Also der Deutsche hat in großen Teilen sich hier nicht so gut geschlagen. Aber es gibt auch dagegen Beispiele, ich sag mal, Ihre Künstlerkollegin Nena, die hat ja doch sehr deutliche Worte gesprochen und die nenne ich nur stellvertretend. Also auch da haben wir das Licht hinter dem Schatten. Das sieht man, hat man immer wieder gesehen. Ja, ich sehe das recht gemischt. Also ich sehe hier auch viele Migranten, die freiwillig am helllichten Tag mit Maske rumrennen. Das ist so, ja, ich denke mal, das hält sich eigentlich ganz gut die Waage. Ich kenne natürlich auch Migranten, die auch sagen hier, das ist, kann ja hinten und vorne nicht stimmen. Also die lassen sich nicht impfen. Ne? Aber genauso gibt es auch Migranten, die sich drum schlagen. Also ich denke mal, das Deutsche, die sagen, mich zwingt ihr nicht. Das ja, ganz genau. Ne? Und wie Sie schon sagen, so diese Sklavenmentalität, aber das wirkt sich ja schon fast aus wie so ein Stockholm-Syndrom. Ne? Also dass quasi der Gepeinigte sich plötzlich mit den Interessen seines Peinigers identifiziert und die auch noch verteidigt. Und das ist ja dieses Verrückte. Ja, wobei man natürlich zu einem Eindruck kommen kann, aber da weiß ich auch nicht, ob das so richtig ist, weil ja die Mainstream-Medien nicht sachgerecht und nicht ehrlich berichten. Aber wenn man auf anderen Kanälen das so sieht, scheint es ja nun doch in Frankreich oder Italien oder jetzt auch Israel also deutlich, deutlich größere Aufstände zu geben. Aber wir sind eben nicht wahrheitsgemäß informiert. Wir hatten ja immerhin auch, das muss man ja sagen, im August 2020 diese Großdemonstration von 1 Million Leute in Berlin. Und möglicherweise haben ja die Machthaber dann auch gesagt, naja, das ist doch gefährlich hier. Ja, also man weiß es ja nicht. Das wird man vielleicht in 20 Jahren wissen, wenn man die Archive öffnet, wie die im Hintergrund agiert wurde. Ja. Aber wir kommen mal vom Thema. Ja, genau. Ich wollte jetzt mal nochmal zurück. Die Zielgruppe, wie schaut es denn da aus? Also wissen Sie denn durch Rückmeldung, wen Sie denn so erreichen? Oder ist das einfach so, ja, was heißt auf gut Glück nicht, aber kann man das irgendwie einschränken? Oder sind es eher jüngere, ältere Menschen? Was haben Sie da für Erfahrungswerte? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil die sind sehr begrenzt, die Erfahrungswerte. Also ich sage mal so, zunächst, das habe ich von einem anderen Dichter mal übernommen, den Satz, sind meine Gedichte für das ganze Volk geschrieben. Also ich begrenze da nicht auf irgendeine bestimmte Denkrichtung und politische Richtung. Aber das muss ich sofort wieder einschränken, weil ich ja erstens weiß, es wird sehr wenig Dichtung gelesen. Ich sage übrigens bewusst Dichtung und nicht Lyrik, weil Lyrik ist ja mehr auf... enthält ja schon den Schwerpunkt des Gesanges, was Dichte sollen auch eigentlich immer singbar sein, aber mir ist das zugespitzt, aber das nur am Rande. Ich weiß halt, dass da nicht viel gelesen wird. Ich stelle auf der anderen Seite fest, wenn ich etwa in Lesungen darüber berichte oder auch ein Gedicht in einen politischen Vortrag einstreue, dann ist eine ganz andere Form der Aufmerksamkeit da.
manchmal sogar eine Form der Ehrfurcht. Und die Menschen, da können sie manchmal denken, sie sind wie in einer trockenen Wüste und endlich fallen mal ein paar Wassertropfen, weil ja auch wie vieles andere in Deutschland im Gestalt der Umerziehung oder des allgemeinen Niederganges natürlich die Dichtung verschwunden ist aus der Aufmerksamkeit, aus dem Schulbetrieb. Also da ist schon wenig. Generell, auch da schreibe ich so sinngemäß, wer meine Dichtung nicht versteht oder nicht mag, für den ist es nicht geschrieben. Auch das ist ja eine Auswahl, da sind wir wieder beim Thema Triage. Ja. Deshalb habe ich den Titel auch so genannt. Für die Stumpfen, für die Oberflächlichen, für die Halligalli-Leute ist dieses Buch nicht geschrieben. Es ist nicht geschrieben für die Digitalitätsfanatiker. Deshalb haben wir auch im Äußeren ein bewusstes Gegenbild gesetzt. Wir haben also, das habe ich aber schon in der schwarzen Fackel auch angefangen. Und das habe ich auch, ja, ich würde jetzt mal sagen, nicht zur Bedingung gemacht, weil der Verlag hat das freudigst aufgegriffen. Ich habe gesagt, dieses Buch muss auch wieder in Leinen gebunden sein, nicht Pappe und im Paperback schon mal gar nicht, in Leinen gebunden und zwar in Prägebindung. Das heißt, der Leinendeckel hat den Titel auch aufgeprägt mit entsprechendem Papier. Es muss hochwertig sein, es muss von der Haptik und von der Optik eben so sein, dass man gleich sieht, es ist ganz was anderes. Und nicht irgendwie nur der digitale Text, der blanke Informationen vermittelt. Und dann hat es natürlich auch diesen Preis, den Sie schon gesagt haben. Das wird auch nicht jeder bereit sein hinzulegen. Aber das habe ich gesagt, dann gerade. In meinen Augen muss ein Buch eher zu teuer sein als zu billig. Aber klar, ein bisschen Kompromisse muss man da machen. Aber den Menschen muss es auch was wert sein. Die müssen sagen, hier habe ich was in der Hand. Und dann verengt sich der Kreis. Aber die geistig Offenen, die können es eigentlich alle zur Hand nehmen. Und jetzt letzte Frage, Rückmeldungen. Ganz vereinzelt kriegt man Rückmeldungen. Das muss die Zeit weisen. Generell weiß man ja, gerade jetzt, sage ich doch mal, im nationalen Lager werden ja Sachbücher fast ausschließlich gelesen. Und naja, je mehr Bildchen und Uniformen und Armeeabzeichen die dann haben, umso mehr. Nicht? Das ist auch ein bisschen. Ja, die Oberflächlichkeit, das findet man halt eben in der Dichtkunst dann weniger. Wie schaut's denn aus mit Rezensionen? Kriegen Sie da viele Besprechungen irgendwo unter? Gut, da ist es jetzt wahrscheinlich noch etwas zu früh, das abzuschätzen. Also eine ist bereits erschienen in der Deutschen Stimme. Ich habe auch zwei weitere feste Zusagen. Das wird auch so kommen. Einer österreichischen Zeitschrift dann in den burschenschaftlichen Blättern. Und dann habe ich so ein paar Versuchsballone gestartet und auch andere Magazine oder Wochenschriften angeschrieben, aber da ist das Echo mau oder nicht vorhanden. Manchmal kann man auch so ein bisschen den Verdacht hegen, dass im konservativen Lager, wo ja zum Selbstverständnis für mich so ein bisschen zu gehören scheint, den Niedergang zu bejammern, ja, auch gerade den kulturellen, da ist der Konservative, gefällt sich ja darin, zu sagen, oh ja, hier, das alles geht den Bach runter und dann, wenn auf einmal etwas aufscheint, man sagt, oh, oder sagen könnte, hier ist doch ein Gegenbild, dann würde das ja vielleicht das allgemeine Selbstverständnis schon ein bisschen erschüttern, zumal, das haben wir ja nun leider auch im konservativen Bereich, bei den Linken mag das auch so sein, da kenne ich mich bloß nicht aus, dass ja auch so ein bisschen, sagen wir mal, Konkurrenzdenken dazu führt, dass man die Pflanzen aus anderen Gewächshäusern ungerne sieht. Ja. Haben Sie da ein Beispiel? Ich will jetzt hier in der Öffentlichkeit nicht irgendwie irgendwas austeilen, aber ich glaube, manche Leser oder Hörer von Ihnen und Sie auch wissen, es gibt Kreise, die sich für allein maßgeblich halten und einmal in ziemlich selbstreferenzieller Weise sehr schnell die Welt erklären bei allen neuen Phänomenen und überall meinen, sie seien die Speerspitze der Intellektualisierung. So viel haben wir da ja nicht. Und da, wenn da mal was nicht aus der eigenen Gefolgschaft kommt, dann wird da schon gerne die Nase gerümpft. Ja. Ja, die andere Gefolgschaft ist ja dann zum Beispiel ein anderer Verlag. Sie sind ja bei Metapol Verlag und Medien, ja, unter Vertrag. Wie kam es dazu?
Also ich weiß, Sie sind ja, wir haben uns ja schon öfter mal getroffen beim Seminar für Rechte Metapolitik, letztes Mal ja auch. Da haben Sie auch einige Ihrer Gedichte vorgetragen. Das machen Sie ja auch sehr gut. Also die Betonung, die Sie da verwenden, das ist wahrscheinlich das, was Sie auch vorhin meinten, wenn Sie halt so ein Gedicht vortragen, dass da die Stimmung auf einmal anders ist. Aber wie kam es denn da zur Zusammenarbeit? Ja, das kam zur Zusammenarbeit, weil ich irgendwann im Briefkasten auch ein Gedichtbuch aus dem Metapol Verlag hatte, von einem Herrn, den ich nicht kannte oder der mich anschrieb, das weiß ich nicht mehr genau, aber da kam es zu einem Kontakt und der kam deshalb zustande, weil ich eben dichte auch wie er und da habe ich gesehen, aha, Metapol. Und dann habe ich zu dem Verlag den Kontakt aufgenommen, weil das gerade so die Phase war, wo ich mich mit dem Gedanken getragen habe, jetzt ein Gedichtband zu veröffentlichen. Das war, ich sage es nochmal, gar nicht geplant. Ich habe viele andere Projekte, die ich zurückstellen musste. Aber bei der Dichtung ist es auch so, Sie haben irgendwann mal den Königsgedanken und da muss der sofort zu Papier gebracht werden. Mhm. Es kann nämlich auch sein, dass der erst nach Jahren der Reifung kommt. Ich habe in der Schwarzen Fackel ein Gedicht, das heißt der Gefallene, da geht es um die Behandlung der und das Andenken an den deutschen Soldaten, dass er hier in der Bundesrepublik aus wenig anderem als Beschmutzung besteht und das schwirrte mir immer im Kopf rum, aber die richtigen Worte kamen dann, das weiß ich noch wie heute, als ich einen Freund besucht habe und wir da an einem Ehrenmal waren, was dann auch im wahrsten Sinne des Wortes mit Farbe beschmutzt war. Und dann muss man den Gedanken niederfassen, wenn man es nicht tut, ist er weg. Und so hatte sich dieses Gedichtbuchprojekt vor andere geschoben, die eigentlich schon viel länger in der Schublade liegen und zum Teil auch schon niedergeschrieben sind. Und in dem Zeitpunkt kam mir dieses Buch auf den Tisch. Und dann hab ich da einfach mal angerufen. Und ich merkte an der Reaktion, das ist sofort mit ganz großer Empathie, ich möchte nicht sagen mit Enthusiasmus aufgenommen worden. Und das braucht so ein Buch. Denn Sie müssen auch in der Nacharbeit, also in den Korrekturen, in der Auswahl der Bilder, sind ja auch 8 Zwischenbilder, in der Frage der Schriftgröße, in der Frage, ob da ein Lesebändchen reinkommt, also in diesen ganzen Details, da haben wir noch monatelang dran gearbeitet. Monatelang, also im Februar, März, war eigentlich die Entscheidung gefallen, das zu machen. Im September kam es dann raus, Ende September, auch erst nur ein halbes Jahr. Und das geht nur, wenn Sie auf der Gegenseite auch Gegenliebe haben. Das habe ich sofort gespürt. Da hat mir auch mal einer mitgeteilt, also wie wir das jetzt genau machen, wissen wir auch nicht. Aber wir sind alle im Verlag einhellig der Meinung, dass man das machen muss. Und wenn Sie das nicht haben, dann können Sie es vergessen. Und hier war es halt der Fall. Und dann war das auch der richtige Verlag. Ja, und das Buch, das jetzt auf dem Tisch liegt, erfreut auch alle. Also das war eine 100% Entscheidung. Ja, das ist ja so das Wichtigste, dass man mit dem Endergebnis dann auch wirklich auch zufrieden ist und dahinter stehen kann. Steht ja zumindest auch Ihr Name drauf. Ne? So sieht es aus, ja. Was würden Sie denn sagen, wenn man sich mal den Stand der deutschen Dichtung ansieht, also Sie hatten ja am Anfang auch schon was gesagt, was so den Schreiberling ausmacht, beziehungsweise der Unterschied vom wirklichen Dichter zum Schreiberling. Wie sehen Sie da den Stand in unserem Land, was die Dichtung betrifft? Vielleicht auch in Verbindung mit der Mainstream-Dichtung? Also ich könnte jetzt bösartig sein und sagen, Dichtung ist in Deutschland nicht vorhanden. Aber ich will mich vielleicht jetzt auch gar nicht so aus dem, also im Mainstream jetzt, nicht so überheben. Also das, was sich Lyrik oder Dichtung nennt, sieht in vielen Fällen ab von dem ganzen stilistischen Reichtum, den wir haben. Und dann kommen Texte raus, das sind eigentlich Aphorismen, das sind so hingeworfene Momentaufnahmen des täglichen Empfindens- und Gefühlslebens, das ist auch nicht immer schlecht. Ja, das sind dann, da verstehen Leute durchaus auch was hinzuschreiben, nur ist das in meinen Augen dann keine vollständige Dichtung. Diese Schreiber sehen auch zwar erklärter und bewusstermaßen häufig von Botschaften ab. Man dürfe keine Botschaften transportieren, weil das wäre dann tendenziös oder beraube die Worte ihrer vollen
ihres vollen Potenzials. Ja, das sind das so, wenn ich das selber richtig verstehe. Also jedenfalls ist es dann auch häufig so, dass es den Menschen nicht gefällt. Und da kann man ja auch mal einen Selbsttest machen. Es ist ja nicht so, dass wir nun unbedingt in Deutschland in jeder Richtung schlechte Autoren hätten. Das ist ja nicht so. Es gibt ja Erfolgsautoren, die einfach gut sind, weil sie gut schreiben. Ja, vielleicht mal Sebastian Fitzek genannt oder so ähnliche, nur als ein Beispiel. Aber wen kennt man denn, der hier dichtet? Das kennt kein Mensch. Das ist eine ganz kleine Clique oder Gruppe. Ich weiß nicht, 300, 400 Leute. Man erkennt auch so den Jargon. Das ist nämlich ziemlich Einheitsjargon. Alles so, was an der deutschen, wie heißt das, DLL, Deutsche Literaturhochschule Leipzig, so ein bisschen gepredigt wird. Und es ist sehr verwechselbar und ich finde es auch nicht schön. Also man könnte sagen, der Stand der Dichtung ist auf demselben Niveau wie hier alles in diesem Land, ja. Keller. Aber ich versuche mich da auch immer selbstkritisch zu prüfen. Es könnte ja auch sein, dass ich das einfach nicht verstehe und keinen Zugang habe, weil ich so absonderlich wäre. Aber ich muss immer ganz ehrlich sagen, ich komme inzwischen zu einem anderen Ergebnis, also dass die anderen einfach nichts taugen. Und was auch ein schöner Test ist, es gibt ja Autoren oder Sänger oder die auch durchaus mal die ganze Stilistik aufgreifen. Also jetzt komme ich nicht auf den Namen, das Gedicht Ermutigung. Von wem ist es? Der Name liegt mir auf der Zunge. Ich darf es mal eben ins Internet eingeben. Das ist jedenfalls ein ganz tolles Gedicht, das ein Exilant geschrieben hat, der aus der DDR ausgebürgert wurde. Und dieses Gedicht, das ist so poetisch und auch textlich so gut und eigentlich auch von der Botschaft von Wolf Biermann. So, genau. Mich hat das Bild die Zeit im Kopf. Das kann sich jeder mal durchlesen. Das ist also in erster Linie auch ein Gedicht und umfasst halt alles, auch den Druck, den Einzelnen erleiden anhand eines tyrannischen Systems, also sowohl von der Botschaft, aber auch von der ganzen Form, ein tolles Gedicht. Also es ist nicht so, dass wir hier nichts hätten, aber das sind alles Ausnahmeerscheinungen. Ja, ich habe sogar mal bei einem Gedichtwettbewerb gewonnen, das war von der Frankfurter Bibliothek, da habe ich dann einen Liedtext meiner Bent Halgerdom hingeschickt und der wurde sogar mit in dieses dicke Buch auf Seite 671 abgedruckt. Gab natürlich zahlen oder Bücher kaufen? Nee, gar nicht. Ich kann mich jedenfalls nicht mehr dran erinnern. Die sagten dann, irgendwann war da noch was. Ich glaube, wenn es irgendwie eingesprochen werden sollte, hätte ich da irgendwie was Geld zahlen müssen. Hab's dann aber nicht getan. Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, bei der Frankfurter Bibliothek, da bin ich auch mal ausgewählt worden. Und dann hieß es, sie müssen aber zwei Bücher kaufen. Und die haben jeweils 100 Euro gekostet. Ach so. Also das, nee, ich habe eins bekommen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich dafür was bezahlt habe. Das kann ich. Das war 2000. Ich gucke gerade mal. Ich habe es auf meiner Netzseite gerade offen. Gedicht und Gesellschaft 2015 war das. Ist schon ein paar Jährchen her. Gedicht und Gesellschaft. Ja, ja. Da bin ich auch drin. 2007 oder 8. Ja. Frankfurter Anthologie. Kann das sein? Ich sehe gerade, die Frankfurter Bibliothek gehört zu den am meisten verbreiteten Lyrikveröffentlichungen der letzten Jahrzehnte. Sie wird weltweit in den bedeutendsten Bibliotheken eingestellt, zum Beispiel in der Wiener Staatsbibliothek, in der Schweizer Nationalbibliothek, in der französischen Nationalbibliothek und der National Library, Library of Congress in Washington. Na, da haben wir es ja schon weit geschafft, wa? Da haben wir es schon weit geschafft, ja. Ja, ich muss im Übrigen sagen, wenn das vielleicht als kleines Schmankerl, ich habe ja auch schon 100% meiner Gedichte, die ich so an Zeitungen des Mainstreams geschickt habe, sind abgedruckt worden. Das ist auch ein Bild auf diese Gesellschaft wirft. Also eins, das war jetzt mehr, sagen wir mal, von der Situation war das so ein Schmankerl. Da hatten wir mal eine ganz komische Prozesssituation an einem Großverfahren, das an sich schon satirisch war, 7 Jahre. Und dann ist es eingestellt worden wegen Geringfügigkeit und krimineller Vereinigung ist das groß aufgemacht worden. Sie kennen den Fall Aktionsbüro Mittelrhein. Und da gab es dann
also da gab es Kuriositäten noch und nöcher und das schrie irgendwann mal danach, einen Antrag in Gedichtform zu verpacken. Das habe ich dann der neuen juristischen Wochenschrift zugeschickt und da, weil Sie auch vorhin nach Rückmeldungen fragen, der Schriftleiter war also begeistert, hat das sofort abgedruckt und hat dann noch einen Begleittext mich schreiben lassen zu dem Prozess. Und das war in der Zeit, in der mein Pascal-Roman erschien und sein Justizroman. Und dann habe ich gesagt, ja, haben Sie denn dafür vielleicht auch mal Interesse, das zu besprechen? Sagt er, ja, das ist ja wunderbar. Die Anwaltschaft giert nach solchen Themen. Wir haben demnächst das Projekt oder Thema Kunst und Anwaltschaft auf jeden Fall. Und kurz danach war die Leitung tot. Also der Draht zu dem Herrn und mein Verleger hat dann da angerufen, nein, das machen wir nicht, bla bla. Also es scheint so gewesen zu sein, dass er erst von dem Text an sich sehr angetan war, so angetan, dass er es gleich veröffentlicht hat. Da hätte ich sogar Geld für bekommen, aber nur im Gegenzug, um die Urheberrechte abzutreten. Das habe ich dann nicht gemacht, da habe ich darauf verzichtet. Und dann hat wohl jemand dem Herrn gesteckt, was ich für ein böser Mensch bin. Und dann war die Leitung tot. Ja, und das ist mir nochmal in einer anderen Form passiert. Also da sehen Sie diese Reflexe, ja, diese Abwehrreflexe, die dann aber auch erst ab einem Punkt einsetzen, wo man merkt, man ist hier vom Bösen umgarnt. Ja, das sind so Erlebnisse, die man dann hat. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich mich dann auch noch mit Leuten rumgeschlagen habe. In irgendeinem Forum war das. Und da hatte ich dann nämlich auch auf mein Gedicht hingewiesen. Und dann hatten wohl irgendwelche Leute gleich gegoogelt. Frank Krämer, Halgerdom, Eisblume, der Text. Und dann wurde ich da natürlich auch total niedergemacht. Ne? Also am Anfang gab es noch ein paar Leute, die fanden das Gedicht ganz schön. Sind doch nur 4 Strophen. Aber nachher war es natürlich total schlecht, weil es ja von einem bösen Rechten ist. Und ich hätte überhaupt gar keine Ahnung von Dichtkunst. Ja, da gibt's auch einen historischen Vorläufer, das ist der Georges Forestier. Das ist ein Pseudonym, da hat jemand so eine Legende gestrickt, er wäre irgendwie, hätte Texte eines Deutschen, der dann bei der Fremdenlegion war, übernommen und hatte hier veröffentlicht. Der hat also eine Auflage von 20.000 erzielt und man hat das hochgelobt in den höchsten Himmel und wie das den Geist Europas auch hervorhebt und dann vor diesem Hintergrund und dann hat dieser so eine Art Hochstapler, seine Hochstapelei dann aufgedeckt und dann hieß es auf einmal, es ist sowieso auch alles ganz schräge Verse, schlechte Dichtung, also von einem Tag auf den anderen. Da mag es aber möglicherweise auch ein anderer Reflex gewesen sein, dass die Leute dann im Hochstapel auf den Leim gegangen sind und wollten sich dann im Nachgang auf diese Weise exkulpieren. Aber ich meine, das ist sicherlich bei mir dann auch der Fall gewesen. Die Leute denken ja, wir sind ja einem Rechten auf den Leim gegangen, der hat sich ja bei uns eingeschlichen und sagt gar nichts. Ja, was heißt auf den Leim gegangen? Das Prädikat rechts wird mir auch von anderen aufgeprägt. Und da kann man jetzt jede Diskussion, jede Position thematisieren. Ich strebe nicht danach, jetzt meinen Blick auf rechts zu verengen, nur in den anderen Läden. Wie jetzt vor ein paar Tagen kriege ich ja dann ein Hausverbot. Man wird ja dann auch so ein Stück weit in das eigene Spektrum immer wieder zurückgestoßen und verwiesen. Wie hieß denn dieses Bistro? Das möchte ich ja nicht sagen. Oh, da könnte man direkt mal. Ich möchte es auch deshalb nicht sagen, weil ich festgestellt habe, also der Chef selber, der hat da auch einige Verrenkungen gemacht, denn man merkte aus der ganzen Art, ihm war das peinlich. Es ist wohl offensichtlich da. Wie das häufig so ist, es wird dann Stimmung gemacht von irgendwelchen Gästen, was, der ist hier bei dir im Laden, dann müssen wir ja nochmal nachdenken, ob wir weiterkommen. So kommt das ja, das ist ja dieser Denunziationscharakter, der bei uns auch leider sehr ausgeprägt ist, was man ja jetzt auch bei Corona sieht. Also die Fischerwirtin, den Fall kennen Sie vielleicht, die Leute haben da gut gegessen und haben sich hinterher bei Gericht beschwert, dass man da keine Maske tragen musste. Also widerlich. Und also wie das hier war, er hat nur angedeutet, dass es dann Debatten gab und dass er im Sinne seiner Mitarbeiter dann so entscheiden musste. Das war jetzt auch peinlich. Für mich war es jetzt eine weitere Feldstudie, aber das sind immer wieder dieselben Abläufe.
Ja, Dr. Clemens, jetzt haben wir schon eine gute Dreiviertelstunde über Ihr neuestes Werk gesprochen. Wie schaut es denn mit weiteren Projekten aus? Ja, also ich habe ein Romanprojekt, das liegt aber seit 2014, wird das bearbeitet. Es wird eben verdrängt durch so Dinge wie jetzt oder auch manchmal andere aktuelle Aufsätze zu Sachthemen, schreibe ich ja auch hin und wieder was. Ich schreibe auch seit 2005 Kurzgeschichten. Das könnte sein, dass da demnächst relativ zeitnah was erscheint, weil das ist eigentlich dann auch druckreif. Bis 2, 3 Texte müsste ich da noch vervollkommnen. Aber da wäre eigentlich das Material auch da, das wollte ich eigentlich viel früher machen. Also ich wollte eigentlich so ein Komplementärbuch zu der Schwarzen Fackel machen mit einem entgegengesetzten Titel. Und das sollten dann auch Kurzgeschichten sein, aber das ist nicht vom Tisch. Vielleicht ziehe ich das jetzt sogar vor, weil es ist auch nicht gut, wenn viele Sachen so im Schrank verschimmeln, die schon geschrieben sind. Wobei es ja durchaus Autoren, Kollegen gibt, da müssen sie bis nach dem Tod warten, dass das mal veröffentlicht wird. Das möchte ich also schon noch vorher haben. Und dann dieser zweite Roman muss auf jeden Fall geschrieben werden. Der wird auch geschrieben und der wird auch fertiggestellt. Und dann habe ich auch noch ein, zwei Überlegungen. Also diese Frage mit dem politischen oder mit diesen Tendenzen, dieser religiösen Überhöhung, die kann man auch auf sachlicher und philosophischer Ebene abarbeiten, um dann nur mal was anzudeuten. Das ist auch jetzt wieder interessant, Corona, da waren in manchen Corona-Schutzverordnungen die Kirchen sehr stark im Fokus, die freiwillig aber alles mitgemacht haben. Das geht eben alles in diese Frage, wo steht unsere Gesellschaft, auch die Kräfte, die hinterm Great Reset stehen und sowas, das, was immer fälschlicherweise als Elite bezeichnet wird. Da sind wir wieder beim Titel Triage, weil das Wort Triage ist eigentlich neutral. Das heißt nur Auswahl und Priorisierung. Es sagt aber nicht, was priorisiert wird. Aber Elite vermittelt ja den falschen Eindruck, wir hätten es hier mit positiven Leuten zu tun. Aber das haben wir nicht. Ich sage deshalb auch immer nur Kaste. Und diese Frage, wie es hier zu einer Kastenherrschaft kommt, nicht nur was sie treibt, wie sie dahin kommt, durch so einen Parteienabsolutismus und bestimmte verfassungsrechtliche Vorgaben, da kann man schön die rechtlichen und philosophischen Aspekte miteinander verbinden. Und ich hoffe, dass mir das gelingt, dann auch nochmal wieder zu einem Sachbuch zu verarbeiten. Ja, Elite ist ja an sich nichts Schlechtes, wenn es halt eben von Menschen gestellt wird, die das Allgemeinwohl im Blickfeld haben und nicht die eigenen Vorteile. Also mit dem Wort Elite, das ist wahrscheinlich wörtlich übersetzt, heißt das auch nur Auswahl, aber es wird verstanden als Positivauswahl. Ja, so eine Auslese halt, ne? Wie eine, genau, wenn Sie sagen Wein, Auslese Wein, dann denkt man an was Positives und deshalb stört mich der Begriff Elite, weil wir haben hier eine Negativ-Elite. Das ist einfach so, wenn Sie müssen doch nur sehen, wer sich da jetzt ums Kanzleramt bewirbt. Da kann man nicht von Elite sprechen. Ja. Pest oder Cholera. Ja, Dr. Clemens, haben Sie vielen Dank für den Überblick. Ich denke mal, wenn da was spruchreif ist und wenn da wieder was erschienen ist, dann können wir uns ja gerne nochmal zusammensetzen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Schaffenskraft und Erfolg und bleiben Sie gesund. Ja, ich danke Ihnen, dass Sie mir die Zeit gewährt haben und hoffe, dass vielleicht der ein oder andere Hörer jetzt neue Gesichtspunkte bekommen hat und sich vielleicht auch mal der deutschen Dichtung zuwendet und erfahren kann, wie das einem Kraft und Geist geben kann. Genau. Triage, Licht aus Schatten, erschienen bei Metapol Verlag und Medien. Bezugsquellen in der Videobeschreibung.